Servus, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief Deadly Shadows. Bei den Hütern sind wir wieder. Das stecke ich mal weg. Wir haben beim letzten Mal, waren wir erfolgreich in der Kershok-Zitadelle. Und haben da auch erfolgreich alles gemeistert. The speed with which it was recovered, impressive. But I find it disconcerting. Yes. The Compendium Key, a glyph that has been lost for how long? That is no longer important, Elder Samuel. However, the prophecies say that when it is recovered, as Garrett has now done, that the Dark Age will be quickly upon us. From now on, I think he should get approval for his excursions from the Keeper Council. Perhaps you are right, Elder Samuel. I shall discuss this with Orland. Besides, it does us little good without the Compendium of Reproach. Are we to suppose that Garrett will acquire that next? Sprecht nicht über mich, als wäre ich nicht da, ihr Penner. So, was sind denn meine Aufgaben? Finden Sie da auf der Abyssmal Gale heraus, ob das Schiff etwas mit dem Compendium der Schande zu tun hat, das die Hüter suchen. Die Heiden bitten Sie um einige Gefälligkeiten, bla 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 bla. Okay. Also, back to the... So, wir dürfen wieder hinaus. Ein neuer Tag ist angebrochen. Die mit ihren Glyphen. Naja, wir sehen uns gleich in Stone Market Plaza, Freunde. So, ich bin froh, dass ich herausgefunden habe, wie das Spiel nicht mehr abstürzt. Das ist schon eine Erleichterung. Finde ich jetzt uncool, wie der ihm seine Hand da in meinem Bild ist. So. Terkeshof. Das ist jetzt die Frage, ob hier immer noch diese Hamariten rumgurken. Oh, da oben. Habe ich was gesehen? Ich kann ja jetzt Wände hochklettern, was ich... Erreicht das Betäubungsgas eines Gasfests, das Gesicht ihrer Gegner verlieren diese augenblicklich das Bewusstsein. Ich finde das mit dem Mauerkletter ja richtig awesome, muss ich sagen. Good to see you. Don't even ask. So. Und wenn wir natürlich schon mal hier sind, dann räumen wir wieder alles aus, so wie sich das gebührt. Na ja, hier ist wieder besoffen. Ja, du bist eine Big Guardy Person, schon klar. Buddy, Kids, leave me alone. Tan your hides. Oh, sehr schön, ich kann mich auf dem Bett verstecken. No one here. All at the pub. Except me. Du mich verarschen, du hast die Tür gerade selbst zugemacht. Must have made it up then. Haben wir das wohl nur eingebildet? Gotta
imagination, I do. Okay. So, da drüben ging es, glaube ich, in den... Stehe ich wahrhaftig auf der Straße. Hey, Sweetie. Tu mir noch mal einen Gefallen und dreh dich um. Machen wir es halt so. Echt immer wieder aufs Neue einbrechen. Und immer findet man auch wieder was Neues. Ho, ho, ho. So. Genau, jemand muss den Lichtschalter betätigt haben. So, erstmal wieder hier Zeug mitgehen lassen. Le Knüppel. Ah, komm nicht hier lang. Nichts. Scared myself again. I need to stay away from coffee for real this time. Tja, wärst du mal besser vom Kaffee weggeblieben. Ganz ehrlich, diese Wachleute, die checken das echt nie hier drinnen. Ja. Gesundheit! So, jetzt ist die Frage, hat der eine Typ da auf seinem Tisch da noch irgendwas? Das wertvoll aussieht, dann verpissen wir uns wieder. Schauen wir mal, dass wir wieder zu den Docks kommen. Aha! Someone's in the alley! Where do you think you're going? Ich glaube, das ist ein bisschen pissig. Someone's lurking down the alley! Go ahead! Run! Oh, come on! So, immer nur her damit. Und wir sehen uns gleich im Südviertel wieder, Freunde. So, eine gute Ausbeute haben wir gemacht, wie ich finde. Herzlich willkommen im Südviertel.
Mal wieder. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Beziehungsweise wir wissen ja schon, wo wieder die ganzen Secrets sind. Na, wir könnten noch mal ganz kurz zu unserem Vermieter gehen. Ja. Ich find's immer wieder nice. So, dann brechen wir mal wieder bei unserem Vermieter ein. Mal sehen, ob er sich wieder irgendwas Neues gekauft hat. Scheint nicht so... Ah doch, da hat er wieder was. So ein Idiot. Naja, aber immerhin nicht viel. So, dann sorgen wir mal wieder dafür, dass er hier gefeuert wird. Ich weiß gar nicht, ob er immer wieder ein anderer ist oder ob, ja. So. Nice. So, dann brechen wir nochmal bei den Nachbarn ein. Schauen wir mal, ob die wieder neue Wertgegenstände angeschafft haben. Alles nicht wertvoll aus. Das sieht wertvoll aus. Ein Nachttopf und irgendwas zum Futtern. Okay, alles klar. Schauen wir mal, ob die Lady wieder schlaflose Nächte hat. Was ich mich ernsthaft frage... Wenn ich sie erdolche, ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen brutal, Leute, aber ich frage mich, ob die dann am nächsten Tag wieder da ist. Weil bis jetzt habe ich immer ja nur alle umgeknüppelt. There's a prowler in the bedroom. Help! There's an intruder! Passiert dir ja nichts. Oder vielleicht doch? This isn't fired. Ich bin gefeuert, okay? Cool zu wissen. So, gut. Die hat auch immer noch nichts Neues, Wertvolles hinzubekommen. Bin jetzt gespannt. Also schauen wir dann mal in das nächste, am nächsten Tag. Welchen Tag haben wir jetzt denn eigentlich schon? Tag 4. Da müssen wir dann mal schauen, ob wir, ob die dann wieder da ist oder ob die jetzt für immer weg ist. So, wir betreten das Südviertel. Bis gleich, Freunde. Und da sind wir wieder zurück. Also, seriously, eine Sache. Oh, wir haben vergessen, jetzt in Stone Market diese Rostkäfer zu killen. Naja. Oh, da ist ein Hamarit. Apropos, wie stehen denn eigentlich die, die Hamariten zu uns? Ach, die sind eh neutral. Gut. Bam, bam, bam. Schauen wir mal, ob unser Vermieter wieder so dumm ist. Es ist immer das Gleiche mit ihm. Immerhin profitieren wir davon. So, herzloser Perry. Hey, Garrett. Ja. How's the thieving going? Alles verkaufen. Oh mein Gott, habt ihr das gerade gesehen, Freunde? Seht ihr diese Textur, diese 2D-Textur? Sehe ich von hier, dass diese Häuser da hinten 2D sind. Oh, seriously. Naja. Speichern wir mal.
Na gut. Guten Abend! Schauen wir mal, dass wir den Rest hier noch sacken und uns dann so schnell wie möglich wieder zu den Docks verpieseln. Hallo, Monsieur Hamerite. Ah, hier laufen jetzt aber ganz schön viele Hameriten rum. Oh, seriously? Nee, hat sich gar nichts bewegt. Das bildest du dir nur ein. Diesen Pfeil muss ich mir gut aufheben. Oh, komm. Kannst du dir nicht mal neues Zeug kaufen, Junge. Echt. Wie arm bist du? Du wohnst in so einer riesen Butze und hast nichts mehr. Nur weil ich dich einmal beraubt habe. Manchmal wünschte ich, der wäre so dumm wie mein Vermieter. So. Dann mal auf zu den Docks, Freunde. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da wären wir auf dem inoffiziellen Weg an die Docks gelangt. Oh, er sieht nach einem Wachmann aus da vorne. Wah, gut, hier kann ich. Oh, scheiße, jetzt habe ich die Kisten bewegt. Das hat er gecheckt. Komm nicht in meine Richtung. Hey. Scared myself is all. Cut on your hand fairing. Yeah, about as good as can be hoped for, says doctor. Let me have a look, see then. Hello, that looks terrible. Was sieht der von hier? See, the bad humors aren't getting released quick enough due to an uncommon thickness in my conundrum. Really? Or something like that. And also, Doc thinks I've got too dry a circulatory for leeches to stick properly. Well, you just say the word, and I'll have my man lance it for you, but good. Well, if I did hear anything, it stopped now. Eieiei, wie viele Wachen, hä? Bis da hinten kommt noch einer, oder? Das ist tatsächlich. Heilige Scheiße.
Okay, vielleicht sollte ich tatsächlich einen Wasserpfeil verwenden. Alter, geh mal weg von mir, du... Excuse me. Oh, Alter, wenn er immer so auf einen zugesprintet kommt. Ja, gleich mal Dolch ausrüsten. Probably chasing after nothing. And me with my bad back. Nothing's here. Just one of those random noises, I guess. Ja, ja, immer diese random noises. Dahin. Und für dich gilt das gleiche, Kumpel. Ah. Habt Spaß. Geh schon da unten lang und bleib da. Step aside. Siebzehn Blitzbomben. Okay, jetzt ist die Frage, wie ich auf dieses Schiff kommen soll. Hm, da vorne scheint ein Zugang zu sein. So, bitte entdecke mich jetzt nicht. There you are, you murderer! Ha! Die Blitzbomben blenden jeden außer mich selbst. So, verstecken wir uns mal kurz. Gut, das mit dem dann drauf einprügeln war eine schlechte Idee. So, wir heilen uns erstmal wieder. So, da ging es beim letzten Mal zu der Kershock-Zitadelle. So. So.
So, ich snack mir die Penner jetzt alle. Ah, das war sogar der mit dem Heiltrank. Ja. Okay, kriege ich nicht mehr. Scheiße gelaufen. So, ihn hier verpacken wir mal dahin, wo es ihm besser geht. Den Wasserpfeil snacken wir uns noch, Freunde. Dann stellen wir uns in diese Ecke. Und beim nächsten Mal schauen wir uns mal den Rest hier noch an und betreten danach die Abysmal Gale. Ich bin gespannt, was uns auf diesem Schiff erwartet. Das heißt ja Zombies und alles Mögliche. Aber ich hoffe, da seid ihr dann wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Thief Deadly Shadows. Bis dahin. Servus, Freunde. Macht's gut.